Was geht ab, meine Freunde, und willkommen zu neuen und heute auch etwas kürzeren Grand Cross Video, Leute. Wo wir uns die JP-Version bzw. das heutige Update davon im Detail angucken werden. Zunächst mal Info in eigener Sache. Heute um 19 Uhr sind wir wieder live auf Twitch am Start. Ich würde mich megamäßig freuen, wenn der eine oder andere vorbeischauen würde. Also ChrisMedicX2 ab 19 Uhr sind wir live. Und ja, dann hätte ich mal gesagt, starten wir direkt rein und binden das 20 Millionen Download-Events, was auch auf JP wiederum mehrere Wochen läuft. Wahrscheinlich halt letzte Woche, diese Woche, vielleicht auch noch nächste Woche, mal gucken. Auf jeden Fall geht es halt etwas länger, kennen wir auch von unserem Anniversary. So, und binden dieses 20 Millionen Download-Events ist heute was richtig Nices gedroppt, Leute, beziehungsweise zwei richtig geile Sachen, die für den einen oder anderen Global Play auch megamäßig interessant sein dürften. So, hier erstmal wieder massenhaft Content, den sie bekommen haben, aber interessant für uns vor allem das neue Banner. Mit diesen zwei neuen Chars, Leute, unter anderem eine neue Version von Mono, die gerade bei uns auf JP in ihrer ersten Version gedroppt ist und das ist wirklich das Highlight, finde ich persönlich, Awaked Lilia als spielbaren Charakter. Wir haben häufig gesagt, jetzt als der Deathmatch-Boss gedroppt ist mit Awaked Lilia, die wird irgendwann garantiert spielbar sein. Und Bob, eine Woche später auf JP, Leute, ist sie auch gedroppt und die haben sie wirklich richtig geil hinbekommen, Leute. Auf die freue ich mich wirklich, die ist wirklich gut. Die neue Version von Mono auch sehr, sehr interessant und gut, wobei sie einen kleinen kosmetischen Fehler gemacht haben bei ihren Skills, wo ich mich wirklich drüber aufrege, dass sie hätten echt gerne sein lassen können. Allerdings hätte ich mal gesagt, Leute, schnack ich nicht lang, sondern wir schauen uns die beiden direkt im Detail mal an. Mono, ihre Red Version ist bei uns auf Global gedroppt und jetzt hat sie eine neue Blue Version bekommen. So, und die hat es wirklich in sich, Leute. Und wir starten direkt gleich mal mit ihrer Passive. Denn die erhöht den Damage um 30% pro Ult-Gouch von dem, also pro Orb, von dem Target, was sie angreift. Das heißt, wenn der Gegner 5 Orbs hat, bumm, macht sie 5 mal 30%, also 150% mehr Damage. Sehr, sehr nice. Allerdings seht ihr es schon, Leute. Und das ist der Punkt, der mich massiv aufregt. Excluding PvP. Also dieser Bonus gilt nicht für PvP. Und das, finde ich, hätten sie sowas von weglassen können. Aber sei es drum. Sie ist speziell für den neuen Final Boss, der gedroppt ist, den wir uns gleich noch anschauen werden, der essentielle Char. Also machen sie ja häufig so, wenn ein Final Boss droppt ein Banner mit einem essentiellen Char dabei, den man, ja, denke ich mal, garantiert meistens braucht, um halt in die Top 5 bis Top 100 zu kommen. So, also Top 5% oder Top 100. Und das behalten sie anscheinend auch bei. So, Mono auf jeden Fall, genauso wie ihre Red Version, sehr, sehr gute Basic Stats mit 4205 CP, sehr guten Attack-Werten. Crit Chance 80% und Crit Damage bei 130, das ist sehr, sehr gut. Gepaart mit diesmal einem sehr, sehr guten Skill Kit, denn sie removed a Debuff von einem Enemy, Buffs, und Cancelled Stances ab Stufe 3. Mit einem sehr vernünftigen Multiplier mit 220, 300 und 400%, also deutlich besser als ihre aktuelle Version bei uns. Der zweite Skill, auch richtig gut, der AOE Damage reinballert, mit 120, 180 und nochmal 180%. Allerdings, ab Stufe 2 bewahrt sie davor, dass sich die Ult-Gouch für 2 Runden lang füllen kann. Und dieser Debuff ist wirklich mega strong. Und ich merke gerade, anscheinend haben sie hier einen kleinen Fehler gemacht. Der Multiplier dürfte höher sein. So, Ult bleibt natürlich gleich, Leute. Kennen wir, gleicher Char, andere Version bleibt, die immer noch nicht wirklich dolle ist. Wobei der Bleed-Schaden von ihrer Ulti mit diesen 80% kalkulierten Damage doch schon ein bisschen reinhaut. Trotzdem finde ich ihre Ult Single Target gesehen mit niedrigen Multiplier nicht so wirklich dolle. So, diese Mono ist schon deutlich spielbarer als ihre Red Version, wobei halt nicht im PvP. Dadurch haben sie mit diesem kleinen Zusatz hier gesorgt, der absolut unnötig ist und finde ich auch übelst nervig. Wahrscheinlich nur für ein, zwei speziellen Content in PvE gesehen, unter anderem den neuen Final Boss, ist sie essentiell. Ansonsten denke ich mal, wird sie so im Mid-Tier eingerankt werden. Kommen wir zum zweiten Char, den deutlich interessanteren auf jeden Fall mit der Awake Lilia. Und Leute, ihr habt sie ja schon im Deathmatch gesehen bei uns auf Global. Das Artwork von ihr einfach mega geil. Richtig gut. Hinzu kommt, dass sie mit ihrem Skillset und ihren Basic Stats abnormal strong ist. Gucken wir uns mal ihre Passive an. Applies Corrosion Debuff
auf den Enemies, wenn sie 3 oder weniger Ult Gouge haben, was halt zu Beginn des Kampfes eigentlich immer der Fall ist, für 2 Runden. Und wenn sie 5 oder mehr Ult Gouges haben, mehr würde mich gerne mal interessieren, sei es drum, wenn sie 5 Ult Gouges haben, reduziert sie den Attack-Wert um 10% für 2 Runden. Also nochmal 2 spezielle Boni durch ihre Passive, wobei der Corrosion-Buff, Debuff schon mal richtig strong ist, gleich zu Beginn. Gepaart mit anderen richtig geilen Skills. Zunächst einmal ihre erste Skill, Single Target gesehen, 200% Multiplier, der auf Stufe 1 den Verbündeten mit den lowesten AP heilt, um 80% des Damages, den sie ausgeteilt hat. Ab Stufe 2 geht das Ganze noch eine andere Spur krasser, denn den Damage, den sie austeilt, heilt sie diesmal 30% davon, nämlich alle Allies. Und dieser Skill, Leute, ist wirklich strong. Gepaart in ein, zwei speziellen Teams, macht sie das wirklich zu einem richtig geilen, nicht nur Damage-Dealer, werden wir gleich noch sehen, sondern damit auch zu einem sehr, sehr guten Supporter-Ergänzungs-Char. Zweiter Skill, AOE gesehen, Depleted Ult Gouge, das kennen wir. Den Skill haben wir schon häufiger gesehen, Depleted Ult Gouge, ab Stufe 2 um 1, ab Stufe 3 um 3. Genauso wie beim Red Escanor. Ihre Ult hingegen removed Buffs von allen Enemies und inflicts AOE-Damage von 350% ab Stufe 6 um 525. Sehr, sehr strong, Leute. Hinzu kommt halt, wie schon angekündigt, ihre sehr, sehr guten Werte mit 600 Attack. Das ist wirklich gut. Defense auch vernünftig, HP auch vernünftig. Die anderen Skills, Crit Damage 160%. Leute, das ist wirklich überdurchschnittlich strong. Crit Resistance 50%, auch vernünftig. Die Chance leider wenig. Resistance 60%, auch sehr, sehr strong. Also ihr seht, ein sehr, sehr guter Char, der vor allem, weil ihr seht es schon, sie kommt rein in den Kampf oder beginnt und gibt gleich einen AOE-Debuff. Das zusammen natürlich mit dem neuen Winged King und mit Hendrickson, absolut stronge Kombo mit den dreien. Und dafür ist sie wahrscheinlich auch sehr gemacht, um halt mit diesem King, primär mit diesem King, sehr gut zu synergieren und da richtig gut reinzuschallen. Also ein Char, auf den wir uns sehr, sehr freuen können, zumal das Artwork von ihr auch einfach mega genial ist. So, weiter am Text. Das war der erste wichtige Punkt von JP. Richtig cool. Hinzu kommen halt viele Events, die neu gedroppt sind. Noch viel mehr Events. Ihr seht es, wenn man hier durchscrollt. Ich gehe jetzt nicht auf alle ein, weil das wäre einfach, denke ich mal, erstens nicht interessant und einfach viel zu viel. Leute, einzig allein könnte man sagen, dass solche Events wie zum Beispiel das SSR Equipment Rate Up Event immer mal wieder kommt und auch dasselbe wie mit diesem Verwertungsevent bei Diane. Also diese Sachen kommen immer mal wieder. So, interessant ist allerdings, diese Charts haben wir schon durch, das, was jetzt unter anderem kommt. Neue Costumes für unter anderem unseren Lost Wayne Meliodas, wie ihr ihn hier seht, und für Goddess Elizabeth, für den neuen Winged King und Fighter Diane, die in dieses Legendary Trio da ja nicht so reinpasst. Allerdings, Leute, dafür werden noch Costumes kommen. Die Frisur von King finde ich auch zu wild. Und das, was cool ist und den Abschluss bilden soll, ist der Final Boss Escanor, der jetzt auf JP gedroppt ist. Und ich habe viele JP-Spieler heute gesehen, wie Nagato, wie Seaton, die den Boss heute versucht haben auf Stufe Hell. Und das ist, denke ich mal, so ein kleiner Hinweis dessen, weil die hatten wirklich Struggle damit. Seaton hat stundenlang ausprobiert, um den auf Stufe Hell irgendwie gut hinzubekommen, hat das nicht vernünftig geschafft. Und das ist einfach unser Boy Escanor. Und so ein kleiner Ausblick dahingehend, dass dieser Final Boss wirklich, wirklich krass werden wird. Zudem kommt noch sein absolut freshes Outfit, Leute. Also, ich finde, Escanor erkennt man hier eigentlich nicht mehr so. Also, sein Headpiece werde ich, denke ich mal, nicht so häufig benutzen. Allerdings die Weapon und die Armor. Leute, das ist wirklich richtig cool gemacht. Darauf können wir uns freuen. Das ist also der nächste Final Boss, der kommt auf JP, also jetzt gekommen ist. Bei uns wird als nächstes erst der Final Boss Barn mit Elaine kommen im Duo. Dann, als nächstes kommt Diane und danach kommt das Duo mit Barn und Elaine. Und erst danach kommt Final Boss Escanor. Also haben wir noch sehr, sehr viel Zeit, bis dieser Boy bei uns droppt. Allerdings so als kleiner Anteaser, so als kleines Appetithäppchen würde ich mal sagen, mit diesem krassen Outfit kann man sich schon, denke ich mal, sehr, sehr darauf freuen. Und diejenigen, die eventuell noch einen vierten Slot haben und nicht jetzt irgendwie Dias ausgeben wollen, um noch einen
Kostüm für ihn zu kaufen. Leute, perspektivisch bekommt ihr ein volles UR-Set über diesen Final Boss. Finde ich immer gut zum Kalkulieren, muss man nicht extra noch Diamonds ausgeben und sitzt dann später auf einem übrigen UR-Set, wofür man dann unnötig Geld ausgegeben hat. Das war, Leute, so das kleine Update zum JP-Update. Auch geil, Leute. Ja, ich hatte mal gesagt, das war's gewesen, Leute. Wenn ihr Bock habt, heute 19 Uhr, wie gesagt, sind wir auf Twitch am Start. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Morgen ein gutes Start ins Wochenende, Leute. Und see you next time.